Hat Palworld eigentlich Endgame-Content und bietet das Spiel genug Langzeitmotivation, um die hohen Spielerzahlen langfristig zu halten? Oder handelt es sich bei dem Hype vielleicht nur um ein kurz anhaltendes Strohfeuer? Dieser Frage wollen wir mal auf den Zahn fühlen und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Lediglich im Early Access erschienen, brach Palworld sämtliche Rekorde an Nutzerzahlen auf Steam. Ein Erfolg, mit dem der Entwickler Pocket Pair wahrscheinlich selbst nicht gerechnet hatte. Zumal 94% der Steam-Rezensionen auch noch positiv sind. Bei so einem großen Ansturm fragt man sich dann natürlich, ob es ähnlich wie bei Minecraft oder PUBG damals die Geburt eines neuen Genre-Hypes ist oder liegt es tatsächlich nur daran, dass alle Pokémon-Fans sich nach einem besseren Pokémon-Game sehnen und damit Palworld dankend annehmen? Nun, dadurch, dass manche Pals einigen Pokémon doch sehr ähnlich sehen, sind viele der Meinung, dass es sich wohl um einen dreisten Pokémon-Klon handelt. Tatsächlich bietet das Spiel aber weitaus mehr als das simple Fangen und gegeneinander kämpfen lassen der Pals und am Ende geht es auch nicht darum, der ungeschlagene Pal-Trainer Champion zu werden. Tatsächlich schlägt das Spiel sogar eher in die Kerbe der Survival-Crafting-Games wie Rust, Ark oder Minecraft, da man genretypisch erst einmal Ressourcen sammeln muss, um dann damit seine erste Basis zu bauen, welche man dann nach und nach vergrößert, um weitere Ressourcen, Items und Gebäude erhalten zu können. Die Pals spielen dabei überwiegend eine unterstützende Rolle und können zum Basenbau, Craften, Kämpfen oder als Reitpals hinzugerufen werden. Unterstrichen wir das Ganze auch mit der Möglichkeit eines Mehrspielermodus, mit dem ihr drei weitere Freunde in eure eigene, lokal erstellte Welt über das Internet einladen könnt und euch auf dedizierten Servern mit bis zu 31 anderen Spielern zum gemeinsamen Bauen, Erkunden und Fangen der Pals trefft. Durch gewisse Tätigkeiten sowie dem Fangen und Besiegen von Pals kann man seine Charakterstufe steigern, seinen Charakter stärken und neue Gebäude und kraftbare Gegenstände freischalten. Da es möglich ist, die Produktion in den Basen dank der Pals zu automatisieren, kann man sich mit dem richtigen Setup ganz auf das Bauen von Gebäuden oder Erkunden der Gegend sowie Fangen weiterer Pals konzentrieren, was mit mehreren Leuten in einer Gruppe zwar schneller geht und sicher auch mehr Spaß mit sich bringt, aber in Palworld auch ganz gut allein zu bewerkstelligen. Ist. Und das ist auch schon die Krux an der ganzen Sache. Nach ca. 30 bis 50 Spielstunden haben die meisten Spieler soweit alles erkundet, alle oder zumindest fast alle momentan verfügbaren Pals gefangen, die Maximalstufe erreicht und mit dem Basenbau-Feature ausreichend herumgespielt. Welche Art von Endgame-Content bietet Palworld also? Da die Karte im Gegensatz zu Minecraft immer gleich ist, wird man auch jetzt nicht voller Freude sagen, hey, wir stürzen uns in ein neues Spiel auf einem anderen Server und fangen ihn in einer neuen Welt nochmal ganz von vorne an. Natürlich ist klar, dass man im Early Access Status nicht unbedingt mega krassen Endgame Content erwarten kann, aber Palworld bietet für den normalen Spieler in dieser Hinsicht schlicht noch nichts. Enthusiasten stürzen sich vielleicht liebend gerne auf das teilweise noch etwas hakelige Basenbau-Feature und bauen sich ihre Schlösser und Burgen. Und die Hobbyzüchter brüten stundenlang, um das Perl mit den besten Werten zu bekommen. Aber um den kompletten Content durchzuspielen, wird das alles natürlich nicht benötigt. Ebenso wie die legendären Baupläne, die sich noch relativ schnell farmen lassen und mit 10% Drop-Chance konsistent zu finden sind. Das sind alles Dinge, die mit schweren Herausforderungen oder im PvP-Modus noch interessant werden könnten, welcher allerdings noch nicht im Spiel integriert ist. Weitere Abwechslungen könnte man mit den Höhlen und Dungeons schaffen. Sind diese momentan noch recht eintönig und ähnlich aufgebaut, so könnte man da in Zukunft auch mehr draus machen. Die Räume zum Beispiel mit mehr Bossgegnern füllen, die man auch erst besiegen muss, bevor man in den nächsten Raum kann, und das Ganze natürlich auch optisch abwechslungsreicher gestalten. Als kleinen Ausblick auf die Zukunft gibt es auch noch einen Bereich im Nordwesten der Karte, den man aufgrund einer unsichtbaren Wand aber noch nicht erreichen kann. Möglich, dass hier ein weiteres Gebiet für Endgame-Content entstehen soll. Ebenso ist der gesamte nördliche Teil der Karte noch relativ leer und könnte noch mit allerlei interessanten Dingen gefüllt werden. Sowohl mit Pals als auch mit Strukturen. Kein Wunder, dass die Spielerzahlen sowie der Hype nach 2 bis 3 Wochen nach und nach abflachen. Zumal momentan ohnehin so viele interessante Spiele produziert werden, dass fast schon täglich ein Hype den nächsten Jahr. Letztendlich wird es spannend zu sehen, ob sich Pocket Pair als Entwickler jetzt eher
zurücklehnt und sagt, wir haben ja finanziell eh schon deutlich mehr erreicht, als wir uns überhaupt erträumt haben. Was bringen uns noch 2 bis 3 weitere Jahre intensive Entwicklung? Oder ob sie mit Leidenschaft und Enthusiasmus das Spiel verbessern, den Content erweitern und dafür sorgen wollen, dass auch die Spielerschaft, die bereits gezahlt hat, noch weitere Jahre gerne zu Palworld zurückkehrt oder es gar regelmäßig spielt. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob es Pocket Pair gelingt, aus dem anfänglichen Hype einen Dauerbrenner zu erschaffen oder ob Palworld schon nach einiger Zeit eine Bruchlandung hinlegt.